Moinsen und hallo Leute, herzlich willkommen bei mir. Ich bin unterwegs im Corsair 5R mit einem Bild, wo ich gerade merke, ich habe mir da vielleicht zu viel aufgebombt, weil er voller Waffengruppen steckt. Oh ja, er hat zwei PPCs, eine AC-10, drei Medium Laser, ein Streak SM-4er und ein Streak SM-6er. Oh fuck. Das alles erstmal irgendwie reinsortiert kriegen. Also die Medium Laser sind auf 3, die Streaks auf 4, die AC-10 auf 2 und die PPCs auf 1. So. Also die Idee dahinter war, dass ich auf mittlere Reichweite ein bisschen schon mal Punktschäden machen kann. PPC und AC-10 harmonisieren da ja ganz gut. Die Reichweite relativ ähnlich, abgesehen von dieser neuen 90 Meter Diskrepanz. Aber die PPC kann 90 Meter eher schießen, dafür kann sie ab 90 Meter und weniger auch nicht mehr schießen. Dafür aber im Nahkampf halt dann die Medium Laser und die Streak Shortrange Missiles und die AC-10 geht halt die ganze Zeit. Also kicken wir mal, ob dieser Bild funktioniert oder ob ich mir damit echt einfach mal hart in den Arsch beiße. Tendenziell eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ich mag es ja auch, wohl mal Mischbild zu fahren. Ist schon länger jetzt nicht mehr gemacht. Deshalb, okay, was das so mit sich bringt. Habt ihr schon eure Erfahrungen mit dem Corsair sammeln können, wenn ihr ihn denn habt? Zumindest ja den Weihnachts-Corsair, gell? Den dürfte ja jeder haben, so ziemlich. Die meisten zumindest. Viele. Nicht jeder. Jeder wäre viel. Heidi im Archer. Irgendwo da hinter Deckung. Hey, nicht Gaussen. Das ist unfair. Na gut, jetzt stehen wir eigentlich nicht mehr im Circle. Schade, er ist dann schon wieder ein Griff ins Klo, aber... Die PPCs haben zumindest getroffen, aber auch nicht mehr in der geilsten Reichweite. Ich denke mal, was der Awesome dann macht, dass so mit dem Runterdroppen, ach so halb Runterdroppen, sagen wir mal, gar nicht mal so doof. Weil da oben sind wir zu sehr auf dem Präsentierteller. Bye bye. Fuck, voll beschissen gezielt, voll beschissen gezielt. Das solltet ihr mir nicht nachmachen. Die Heat Vision bringt uns hier vielleicht tatsächlich ein Stückchen weiter zumindest. Ah, das AMS von irgendwem auch immer. Oh Gott. Ne. Das ist gerade so rein gar nichts. Mal schauen, hier rum dürfte gleich irgendwas sein. Der Wolverine ist hier. Verdammt! Mist, ja, da komme ich jetzt nicht schnell genug hinterher. Das ist ein bisschen... Ich kann kognitiv eigentlich nur drei Waffengruppen verarbeiten. Das ist leider so, ich bin ein simpler Mann. Komplexer funktioniere ich nicht. Und alles, was drüber geht, also in diesem Falle... Hi! Vier Waffengruppen sind für mich... gehirntechnisch ein Todesurteil. Was ist denn das hier mit dem? Ach, im Loch... Oh! Im Loch stand er zumindest. come on. Oh, jetzt haben sie einfach mal unseren ehemaligen High Ground. Verdammt. Und PPCs im Tor. Also eigentlich alles im Tor, so bis auf ein paar Laser und einen Streakwerfer. Da kann man gedanklich sich zumindest. Verdammt! So. Und ein Stückchen noch. Ach Mist. Aber immerhin muss der mitstellt. Du da. Das war ziemlicher Mist. Immerhin den Seitentorso zerstört. Vermutlich den AMS-Pod. Jawoll. Welch ist er? Kein MS mehr für dich, mein kleiner Freund, mein kleiner Feind. Wer braucht Assistance? Du? Wo gehst du? Warum gehst du weg? Ich hätte jetzt womit hier oben hingepusht.
Ach, komm schon. So, welche ist da? Hier läuft noch irgendwas. Da ist noch was. Und hier, da, kleiner Ekel. Nee, hier, da. Verdammt, nein, oh Gott, alles mögliche, überall. Ich bin überfordert. Hilfe! Ein alter Mann mit zu vielen Waffengruppen. Fuck, mein Center-Torso. Ich habe noch Machine Guns gehört. Und es war bei mir direkt ein Target. Ach ne, ein awesome, pretty baby. 3 LM, 15 Artemis und 3 Medium. Das kann man auf jeden Fall machen. Wenn man entsprechend schnell zumindest unterwegs ist. So, ich habe zumindest meinen Damage-Anteil jetzt gemacht. Fuck, und ab. Och, Mist, ich wollte nicht abglitschen. Ich hätte gerne noch versucht, den Kill abzustauben. Er war ja abgelenkt. Vor seinen Rocket-Schmissers muss ich mich in dem Fall nicht mehr fürchten. Weapon Explosion. So, ein Corsair mit Dual-Gauss und Medium-Range-Missile. Das ist eine gute Idee. Das brauche ich. Nein! Das baue ich nach. Ich konnte nicht mal angrabbeln für den Assist. Okay, also der Build funktioniert tatsächlich sehr gut, recht hitzeeffizient. Abgesehen von den PPCs, die machen natürlich sehr viel Initialhitze, wenn man so im Brawl reingerät. Wirklich nur die PPCs abfeuern, wenn man sich relativ sicher sein kann, dass man dann auf jeden Fall gut was wegholt. 3 Most Damage stellt. Yeses. Gefällt mir. Den Build kann ich so. Capture Time. Oh, eine neue Anzeige. Nice. Davon stand nichts in den Patch Notes, glaube ich. Mhm. Ja, aber sehr schön, ganz ehrlich. Freut mich, dass der Bild. Also der Bild. Na. Also vielleicht könnte sogar ich damit klarkommen. Vielleicht. Nun denn, ich zeige euch einmal, wie das Ding aufgebaut ist. Keine Skills, weil ich halt noch nichts geskillt habe, weil ich keine EP mehr, EP habe mit dem Mac. Und ich möchte meine Historical Points im Moment tatsächlich nicht so intensiv rausballern, wie ich es sonst immer gerne gemacht habe. Die Historical Experience Points, weil es gar nicht mehr so viele sind, die da so rumliegen. Der hat die Franken-Camo von mir spendiert bekommen. Von dem Chassis mache ich eigentlich immer einen mit Franken-Camo. Und hier so ein einarmiger, oh, mit dem kleinen Waren-Schlepphaken, ja eigentlich Beutegut-Schlepphaken, ne? Loot, der schleppt die Lootboxen immer ran. So, auf jeden Fall, jetzt mal ab ins MacLab, wup, wup, da freuen wir uns alle derbe. Hier, wenig überraschend, halt die Waffen entsprechend da, wo sie auch sitzen können. PPCs und AC-10, eigentlich ist es schon ganz cool, links und rechts halt die dicken Kanonen so jeweils. Aber eigentlich, es ist tatsächlich alles ziemlich Torso gesteuert, das freut mich wohl. Light Fusion 300 verbaut. Der Munitionsvorrat scheint so vollkommen ausreichend zu sein. Die Streaks, ich rechne immer pro einem 6er Werfer, egal ob Streaks oder normale Shotgun, schmiss als eine Tonne Munition. Damit komme ich in der Regel gut hin. Also 2 Tonnen Munition in diesem Fall, weil ich habe einen 6er und einen 4er Werfer, da passt das so dann ganz wunderbar. Ein bisschen mit Heatsinks das Ganze aufgefüllt. Mit 1,31 sieht das erst ziemlich mies aus, das liegt aber an den PPCs. Ihr könnt da schon hitzeeffizienter arbeiten. Oh, man könnte auch auf Snapnose PPCs gehen. Das wäre dann schon direkt hier der Mac, wo ich, das, was ich irgendwo in einem Video sagte, wo man. Oh, sind Snapnose PPCs wärmer? Hitze 9, PPC Hitze 9,5 und die Snapnose Hitze 10. Oha! Mhm. Das resetten wir doch mal ganz schnell wieder. Okay. Na, aber lassen wir es erstmal dabei. Ja, so sieht die Kiste auf jeden Fall aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Teil, wenn ihr den ausprobieren solltet. Und sag in diesem Sinne jetzt, haut rein, traumhaften Tag, adieu, tschüss, bis bald.